Hey, das ist jetzt ganz schön mies, weil wir mussten das so abrupt letztes Mal enden. Aber ich glaube, es geht jetzt bald zu Ende. Deswegen gehen wir das jetzt ganz locker an, ganz in Ruhe. Mit schön viel Betonung und Gefühl und Zwischenkommentaren. Okay, wir hatten zuletzt aufgehört mit. Aber die Sache scheint ernst. Zumindest für Nathaniel. Oh, ich hoffe, wir haben nichts Schlimmes verursacht. Boah, wenn er jetzt die Schule verlassen muss. Als wenn. Aber ich meine, kann er sein. Das ist ja einer der ersten Charaktere gewesen. Kann ja sein, dass sie irgendwann mal jemand rausschmeißen. Weil Nathan ist ja nicht gerade der beliebteste, aber oh, der ist voll der wichtige Charakter. Da hätten die lieber Kinder rausschmeißen sollen. Nein, der muss. Ey, das wäre kacke. Du dagegen scheinst dich zu freuen wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum. Und erzählst mir denn jetzt endlich mehr, wo sowieso bald alles herauskommen wird? Nein. Ich muss unbedingt herausfinden, was da los ist. Okay. Direktorzimmer war, genau, es war immer irgendwie. Ich habe mir das immer hier irgendwie so vorgestellt, da wo nichts ist. Genau, aber man kann ja auch nicht da rein. So, ohne weiteres. Ich hörte, wie sich Leute im Büro der Direktoren unterhielten. Ich kenne diese Stimme. Ich glaube, das ist. Wait, what? Huh? Seht ihr da auch ein Auge? Normalerweise hat er dann beide Augen zu. Hey! Ach, hier bist du! Ja, genau so sieht's eigentlich aus. Mein Gott, was macht denn mit dem Gesichtsausdruck hier? Ich kann nicht glauben, dass du jetzt auch noch hier an der Tür lauscht, nach allem, was du getan hast. Oh, ich hab voll schlechte Gewissen. Nathaniel, hör mir bitte zu. Ich habe das alles für dich getan, um dir zu helfen. Oh Gott, er macht mir Angst. Ich hatte dich gebeten, mit niemandem über das zu reden, was du gesehen hast. Aber natürlich konntest du nicht anders. Und dieses Mal bist du wirklich zu weit gegangen. Du hast alles nur noch schlimmer gemacht. Erst tauchen bei uns zu Hause Sozialarbeiter auf und jetzt schmiss ich auch noch die Schule ein. Nathaniel, ich wollte dir doch bloß helfen. Jemand musste doch etwas unternehmen. Scheiße. Das konnten wir doch gar nicht verhindern, oder? Du bist wirklich eine Idiotin. Ich hab dir doch gesagt, dass ich keine Hilfe brauche. Wegen dir verliert mein Vater vielleicht alles, was er hat. Und was, wenn er ins Gefängnis muss? Ich wage nicht zu antworten. Amber ist völlig aufgelöst. Sie versteht nicht, was los ist. Und meine Mutter weigert sich, mit meinem Vater zu reden, als würde sie sich für ihn schämen. Sie hätte schon längst reagieren müssen. Ich wollte doch nur helfen. Das ist dir mal wieder super gelungen. Ohne Beweise kann das Jugendamt sowieso nichts unternehmen. Und ich kann dir versichern, dass sie nichts finden werden. Nathaniel, komm, wir gehen. Die gute Frau Direktorin hat uns offenbar nichts mehr zu sagen. Nathaniels Vater hat mich angesehen. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich auf der Stelle tot umgefallen. Sie sind mit Nathaniels Mutter weggegangen und haben mich stehen gelassen. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Tränen liefen mir die Wangen herunter. Nathaniels Worte haben mich so getroffen, dass ich nur schwer atmen konnte. Such dir einen ruhigen Ort. Welcher war das nochmal? Bioraum? Nicht? Okay, dann gehen wir zum Heulen in den Keller. Das ist Klischee. Nicht? Ist gerade voll die ernste Situation. Ich will jetzt nicht wieder tausendmal durch die Schule laufen. Okay, ich melde mich wieder, wenn ich was gefunden habe. Es war letztendlich doch der Keller. Okay, wieder ernst. Ich habe mich auf den Boden sinken lassen, weil meine Beine nachgeben und ich meine Tränen nicht länger zurückhalten konnte. Ich war mir sicher, niemand hatte die Szene beobachtet, aber. Nanashi? Ich habe überrascht den Kopf gehoben. Oh. Rettung, Einzelhilfe! Kriegen wir doch noch ein Bild, bitte? Armin? Was machst du denn hier? Rate mal, Nathaniel war nicht gerade diskret. Er hat recht. Ich hätte mich niemals in die Sache einmischen dürfen. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Stopp! So tust du dir doch nur selbst weh. Sowas darfst du nicht sagen. Aber es hat zu nichts geführt. Nathaniel und sein Vater werden vor dem Jugendamt alles leugnen. Ich habe alles nur noch schlimmer gemacht. Vielleicht, aber wenigstens hast du etwas unternommen. Du hast von einer schlimmen Sache erfahren und hast getan, was zu tun war. Ein bisschen so wie Garnet in FF.
EX. Ah, Final Fantasy 4. Nein, warte. 9. X ist 10. 9. Amen. Ich konnte mir das Lächeln nicht verkneifen. Dann glaubst du, wir haben richtig gehandelt? Wir. Nicht ich. Wir. Ganz sicher. Und wenn Nathaniel es wagt, dir nochmal das Gegenteil zu sagen, kannst du dich darauf verlassen, dass ich ihm den Kopf waschen werde. Amen. Ich... Jetzt bleib nicht so traurig hier sitzen. Es würde mich wundern, wenn Nathaniel noch hier herumläuft. Aufgabe, beobachte die Reaktion der anderen Schüler, bevor du nach Hause gehst. Aber das war echt lieb gerade. Warum hast du mir nicht von all dem erzählt? Was? Du hast alles gehört? Ich kam gerade vorbei, als sich Nathaniel angeschrien hat. Danach bin ich dir gefolgt, um mit dir zu reden. Aber mir ist wohl jemand zuvor gekommen. Nach dem, was ich gehört habe, war es nicht schwer, eins und eins zusammenzuzählen. Wahrscheinlich, wenn wir mit keinem gut ständen, wäre sie dann zu uns gekommen. Das ist zumindest etwas, ne? Echt lieb, ne? Sie war auch diejenige, die uns geholfen hat bei Deborah, ne? Ist echt gut. Hör zu, Rosalia. Ich wollte davon so wenig wie möglich sprechen. Nach der Geschichte mit Deborah wollte ich vermeiden, dass sich wieder alle gegen mich wenden. Ich hoffe, das soll ein Scherz sein. Hast du meine Rolle in der Geschichte mit Deborah schon vergessen? Ich war die Erste, die zu dir gehalten hat. Mhm. Du hast recht. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, ich wollte nicht, dass Nathaniel mir böse ist. Aber das war unmöglich. Das stimmt allerdings. Aber nach dem, was ich gehört habe, hast du recht gehabt. Du konntest nicht zulassen, dass so etwas weitergeht. Und das bedeutet mir viel, dass du auch dieses Mal auf meiner Seite bist. Ich hoffe, in Zukunft weißt du, dass du auf mich zählen kannst. Ja. Boah, so lieb. Wo steckt bloß Nathaniel? Wir wollten uns treffen, um über die Klassenkonferenz zu sprechen. Sie weiß noch nichts. Umso besser. Du weißt nicht zufällig, wo er ist? Nein. Keine Ahnung. Stimmt, ich weiß gar nicht, wo er ist. Ich weiß nur, dass er nicht in der Schule ist. Oh Gott, das ist so tragisch irgendwie. In der Schule herrscht heute so eine merkwürdige Stimmung. Ich habe das Gefühl, es wäre irgendetwas passiert. Oh, sie hat übersinnliche Kräfte. Du sagst es. Aber wir sagen es nicht. Also, wieso hat die nicht nachgefragt? Mein Gott, Viola. Ups, da sind Emma und ihre Freundinnen. Ich verstehe das nicht. Was gibt es denn so Schlimmes, dass du nicht darüber reden kannst? Verstehe. Oh Gott, sie macht ihren Hundeblick. Vielleicht würde es dir helfen, darüber zu sprechen. Es gibt nichts zu sagen, okay? Lass mich jetzt in Ruhe. Amber. Guck mal, die sind sogar für sie da. Sei mal froh darüber. Ihr kapiert es einfach nicht. Ich gehe. Amber hat ihre Freundin in den Rücken zugewandt und ist zur Tür gegangen. Oh nein, sie wird mich sehen. Ich wollte schnell weglaufen, aber irgendwie bin ich gestolpert. Was? Amber hat mich mit Tränen in den Armen angesehen, bevor sie schnell davongelaufen ist. Einen Augenblick lang habe ich mich fast genauso schlecht gefühlt, wie in dem Moment, als Nathaniel mich angeschrien hat. Schon gerade irgendwie scheiße, ne? Warum ist das so ausgeartet? Wir wollen ihm doch helfen. Aber irgendwie war das klar, dass wir dafür jetzt so was einkassieren müssen. Die Guten müssen immer leiden. Diese Schule, sie macht einen Kirre. Hey. Ich habe eben gesehen, wie Nathaniel mit seinen Eltern die Schule verlassen hat. Ich hoffe, es ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Sie wirkten alle sehr wütend. Das hoffe ich auch. Aber keine Sorge, Nanashi. Wenn es wirklich etwas Schlimmes wäre, hätte die Direktorin uns sicher informiert. Oder auch nicht. Das ist nämlich eine Privatangelegenheit. Wieso sollt ihr uns darüber informieren? Oh, okay. Mehrere Tage sind vergangen und Nathaniel kam nicht wieder zur Schule. Ich machte mir Sorgen und war sicher, dass sein Vater ihm das Leben jetzt bestimmt noch mehr zur Hölle machte, um sich für das zu rächen, was ich getan hatte. Es klingt albern, aber wenn ich abends die Schule verlasse, habe ich jedes Mal Angst, Nathaniel oder seinem Vater über den Weg zu laufen. Hör auf, dich verrückt zu machen. Hier sind überall Leute. Es kann dir nichts passieren. Ich sollte trotzdem ein bisschen schneller gehen. Ich hoffe, ich bin bald zu Hause. Hat die Angst? Nanashi? Ich sah einen Schatten auf mich zukommen. Ah, nein! Tun Sie mir bitte nichts! Ruhig, ich bin's doch nur. Uff, so ein Glück. Der Ken kann einem ja gar nichts tun. Du hast mir Angst gemacht. Ich nehme das Zweite. Yes!
Weil ich glaube, weil es süß war. Ich glaube, deswegen fand es besser. Ich wusste gar nicht, dass ich so einschüchtern wirke. Okay, oder deswegen Bahn, der ist arrogant. Alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Bis später, meine Eltern warten auf mich. Kein Problem. Wow, das war schnell locker gelassen. Wir gehen wieder durch den Park. Ich denke immer, dass Park besser wäre. Bitte, wir haben's ja. Okay, dann nicht. Dann nicht. Okay, wir gehen. Ist ja gut. Diese Sache macht mich allmählich verrückt. Ach, Nanashi, da bist du ja. Meine Mutter hat mich prüfend angesehen. Wahrscheinlich sah man es mir. Sah man mir etwas an. Was ist denn los? Und sag mir nicht wieder, dass alles in Ordnung ist. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Es ist kompliziert, Mama. Und es betrifft jemanden, der nicht möchte, dass ich darüber spreche. Du musst mir ja keinen Namen nennen. Erzähl mir nur, was passiert ist. Vielleicht kann ich dir ja dann einen Rat geben. Also gut, ich. Ein Freund einer Freundin hat Probleme. Also geht es um jemanden, den du durch eine Freundin kennst? Nein, ich kenne ihn nicht wirklich. Er kennt bloß jemanden, den ich kenne. Und dieser jemand hat mir von den Problemen dieser Bekannten erzählt. Ich komme nicht mehr ganz mit. Das ist auch nicht ganz so wichtig. Es geht um die Probleme von dieser Person. Und was sind das für Probleme? Es ist ziemlich schlimm. Der Junge, um den es geht, wird von seinem Vater geschlagen. Meine Freundin hat das herausgefunden und dem Jugendamt Bescheid gesagt. Aber manchmal bereut sie das. Der Freund ist jetzt sehr wütend auf sie. Er wollte nicht, dass jemand davon erfährt. Glaubst du, sie hat trotzdem das Richtige getan? Das ist wirklich eine schwierige Situation. Aber deine Freundin hat genau richtig gehandelt. Auch wenn der Junge die Sache verharmlost und nicht wahrhaben will, wird er ihr eines Tages dankbar sein, wenn sein Vater ihm nicht mehr schlägt. Aber es ist nicht sicher, dass das Jugendamt Beweise findet. In dem Fall hätte ich meine, hätte meine Freundin das alles umsonst getan. Was sie getan hat, wird sicher etwas bewirken. Selbst wenn das Jugendamt nichts feststellen kann, ist der Junge gezwungen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Ich glaube, er würde es zu schätzen wissen, dass seine Freundin sich um ihn sorgt und für ihn eingesetzt hat. Was meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Ich kenne diesen Jungen ja nur aus der Erzählung meiner Freundin. Verstehe. Dann sagt deine Freundin selbst, wenn das, was sie gerade durchmacht, schwierig ist, hat sie sicher das Richtige getan. Nichts zu tun, wenn man weiß, dass jemand Opfer von Gewalt ist, ist strafbar. Wusstest du das? Man nennt das unterlassene Hilfestellung, Hilfeleistung. Die wollen uns hier irgendwas Moral predigen, oder? Ich frage mich nur was. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Siehst du, es war also gut, dass du mit mir darüber geredet hast. Mama, und wenn der Vater dieses Jungen sich nun in den Kopf setzen würde, die Sache mit meiner Freundin klären zu wollen? Das wäre ziemlich dumm von ihm. Schließlich steht er unter Beobachtung durch das Jugendamt. Du hast bestimmt recht. Glaub mir, deine Freundin hat keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Im Gegenteil. Das Gespräch mit meiner Mutter hat mich beruhigt. Obwohl sie nicht ahnt, dass ich selbst in der Sache verstrickt bin. Nein, merkt man nicht, ne? Freund einer Freundin. Ja. Am nächsten Tag bin ich wesentlich ruhiger in die Schule gegangen. Ich war kaum angekommen, da fiel auch schon Peggy über mich her. Du hast es zwar geschafft, mir in den letzten Tagen zu entwischen, aber jetzt habe ich dich. Was war da zwischen Nathaniel und seinen Eltern los? Er ist immer noch nicht wieder in der Schule aufgetaucht. Ich dachte, wir würden alles erfahren, aber die Dinge laufen mir hier entschieden zu langsam. Peggy, was die Sache angeht, musst du mit jemand anderem sprechen. Und wir müssen schon wieder die Folge beenden. Eigentlich habe ich ja gedacht, es würde zu Ende gehen. Okay, ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie viel länger die letzten Episoden jetzt sind im Gegensatz zu den früheren. Wo ich so eine Episode in drei Parts gemacht habe. Das war noch was. Nein, aber so finde ich es natürlich auch gut. Aber allerdings muss ich bald schlafen gehen. Was ist hier los? Ja, okay, dann müssen wir, ne, in der nächsten Folge weitermachen. Und wehe, das passt da nicht. Wehe, das geht nicht auf. So, dann bis nächstes Mal. Tschüss. Bye, bye.